Hallihallola, Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Dumpfer mit einem neuen Thementeam und ja, Pokémon, die ja an Frisuren angelehnt sind oder Frisuren tragen. Wir haben Biolanda. Biolanda hat ein Undercut und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Undercut darstellen soll. Schon allein, dass Quax hier mit seinen Haaren hier so rumspielt, macht das sehr obviously. Diktri, ja, was hat Diktri? Eine Dauerwelle hat Diktri. Strepoli hat einen Afro. Zorak hat eine wilde Mähne, so würde ich es nennen. Aerokex hat einen Iro. Und Grifeldes trägt einen Dot. So viel zur Frisurenkunde. Alles weitere findet ihr in den Rangkämpfen. Oben rechts natürlich der Leitcode. Bis gleich. So, okay, wir müssen ein ganz bestimmte Strategie verfolgen und Mogelhieb-Strategie, ne? Direkt First Encounter und los geht's. Er hat einen Alola Slimog. Sehr interessant. Was hat er vor? Wir können Alola Slimog direkt verhöhnen. Ja, einen Diktri holen wir rein. Bei Yolanda hinterher. Aerokex. Ich hab vergessen, den Live-Op jetzt auszurüsten auf Zoroark. Weil auf einen Move immer gelockt zu sein, ich hasse es wie die Pest. Reaktionsgas. Ja, okay. Machen einfach mal Ränkeschmied, oder? Ja, und hier machen wir jetzt die Dampfwalze. Wir treffen beide. Hat ordentlich Schaden gemacht. Auf den Fasan. Oh, eine Kopfhörer, ist so angenehm zu zocken. Eissturm kommt. Ja, wir beide haben uns gegenseitig den Speed genommen. Donnerblitz. Okay. Sie. Wir machen hier einen Ruhrort und machen nochmal eine Dampfwalze. Also der Gegner spielt wie ich. Versucht die Speed auf seine Seite zu holen mit Eissturm. Ich mach's mit Dampfwalze. So. Ja, das Mock-Mock ist eigentlich nur dazu da, um den Gegner zu nerven. Yo, Low Roll. Muss das sein? Mondgewalt kommt. Jo. Ja, was machen wir denn hier? Wir machen nochmal einen Ruhrort. Und nochmal eine Dampfwalze. Let's go! Sehr schön. Diktri hat geregelt. Ich bin ehrlich mit euch, Leute. Ich werde, glaube ich, von 3 Matches nur 1 gewinnen. Das wird dieses hier sein. So, Grifeldes macht das, was er am besten kann. Stallig zu sein. Walking Wake. Ja, den Stand pauken wir aber sowas von. Und Mack. Pauke und können wir vielleicht eine Ausdauer drücken? Moment mal. Spielen Rückenwind. Ne, das bringt mir auch nichts. Standpauke. Ja. Und eine Dampfwalze. Jetzt kommt die Terra-Kristallisierung auf der gegnerischen Seite. Was mich wundert ist, dass er nicht seinen Mewtwo mitgenommen hat. Aber bei den so vielen Unlichtmons, die ich dabei habe, auch nicht verwunderlich. Ja, da hätte ich die Ausdauer spielen können. Wollte ich aber nicht. Vielleicht wäre eine Beere besser als als der Beulenhelm. Ja, doch. Ich glaube schon. Ableitief kommt. Pff, macht gar nichts. Oh Mann, ey.
Und das trotz eines Ränkeschmieds. Slimehawk ist anfällig gegen Kampfattacken. Jo, und bei Olanda rein, machen Nahkampf nach rechts. Und Ränkenschmieden hier nochmal. Und tschüss, Slimehawk. Sehr schön. Wir sind schneller als Hydrodampf, ja. Schneller als Winnewoge. Nice. Wundert mich ein bisschen, aber nice. Hochmut wird sich aktivieren. Lammwurf kommt. Gar nichts. Er kommt in diesem Leben nicht mehr durch. Ich glaube, in der nächsten Runde wird er aufgeben. So. Jetzt Standpauke, ein Nahkampf, goodbye. Killt das Walking Wake auf jeden? Ja, bei Olanda ist nicht so schlecht, wie man denkt. Oh, warum der Rage Quit? Na gut. So, auf ins nächste Gefecht mit Seichien und Ditto. Oh Gott. Mäuseplage ist auch am Start. Irokex und Strepoli. Kommen Hand in Hand. Grifeldes sehe ich nicht. Absolut nicht. Obwohl die Standpauke die Jins ordentlich nerven kann. Ja, Digtri auf jeden Fall. Ja, holen wir Zorak rein oder den Vogel? Ich glaube Zorak. So machen wir das. Pack. Let's go. So, Seichien kommt natürlich. Ja, Bedroher wirkt, das ist schön. Wir machen einen Mogelhieb. Und ein Ableithieb, oder? Ableithieb hat ja wesentlich mehr drauf als Tempohieb. Let's go. Gott sei Dank hat er nicht geterrat. Ich habe immer Angst vor Terrageist. Das ist der schlimmste Terra-Typ für mich ever. Nuddler kommt. Ja, dank des Evoliten tanken wir das. Mit Ableitieb wollte ich sagen, heilen wir uns. Ist aber dem leider nicht so. Der ordentlich Tank hier im Beulenhelm hat am Start. I see. Die Terra hier sind? Ich glaube schon, ja. Die Terra machen wir. Und wir machen hier einen Ableithieb und hier machen wir einen Tempohieb. Im linken Slot. Okay. Ein bisschen Chip. Ein bisschen Chip. Wir holen Zorak rein. Sehr schön, der ist draußen. Von das Mäuschen haben wir ja Dings da gesehen, ein Herz. Auch schön. Amiebs. Ah, nee, ne? Das will ich nicht. Holen Diktri da rein und hier machen wir dicke Niedertracht. Könnten schneller sein als er. Aber auf ihn hat das eine Wirkung.
Schnell Seichen. Sehr schön. Angriff sinkt. Den KP. Ein Schwerttanz kommt. Gut. Dann mach das so. Wüstenorkan. Holy shit, Alter. Die Meteoros einfach overpowered, ey. Ja, mein Vogel wäre nicht verkehrt gewesen. Demeteros hat mehr Durchschlagskraft als Seichien. Habt ihr es gesehen? Das ist mir zu übel. Das ist keine Worte dafür. Ja. Na, mit einem Pokémon komme ich leider nicht mehr weit. Nee. GG. Wir haben alle Pokémon gesehen in der dritten Runde. Oh, Unrestricted Mon, vielen Dank. Da habe ich ja Hoffnung, du. Ah, der Drachentanz auf Aerokex, ne? Der ist so lecker. Wir holen Griffeldes rein. Und nachhinein holen wir noch dich. Dictry oder Zoroark. Zoroark, tanken, Mogelhieb. Könnte wichtig sein. Let's go. Ja, Leute. Oh mein Gott. Ja, ich habe die übelsten Rückenschmerzen seit langem. Also, das ist sehr pervers, diese Rückenschmerzen, die ich gerade habe. Gefällt mir absolut nicht. Giftig können wir ihn vergiften. Und wir können... Wollen wir Mogel lieben? Und dann machen wir hier noch ein... Ja, natürlich habe ich das nicht drauf. Ja, dann machen wir einen Rückenwind. So. Der Matterra ist zurückgeschreckt. Da kommt der Rückenwind. Demnächst kommt mein Gift-Hieb. Der wird auch getankt. Der Höhner. Okay. Switch, mir gefällt es aus. Gift-Hieb. So. Und hier holen wir jetzt Zoroark rein. Oh, ich habe den Effekt von Zoroark nicht benutzt. Sehr dumm. Vergiftung. Steinhagel. Okay. Licht, ja, darauf hatte ich gar keinen Bock. Freunde der Sonne. Wir setzen eine Schallwelle ein. Und switchen hier zu Griffeldes. Zurückgeholt, okay. Espion kommt. Immer her damit. Ein Schutzschild, I see. Espion hat so gefunden, das Futter für mein Zoroark. Ja, eine Schallwelle selbst reicht. Okay, dann machen wir hier einen Ränkeschmied. Und nochmal eine Schallwelle, let's go. Scanner, alles klar. Ja, der Gegner versucht irgendwie meinen Rücken, glaube ich, auszustallen. Ja, mein Sofa könnte unter Umständen jetzt sich verabschieden. Was kommt? Mein Vogel ist erst. Ihr Licht. Danke. Nee, nicht. Also wir vertacken es nochmal. Klierlicht, Schutzschild. Okay. Höhner. Eine gute offensive Attacke anscheinend. Ja, dann machen wir mal eine Standpauke und hier machen wir... Eine Schallwelle.
Zorak ist trotzdem schneller. Auch ohne Rückenwind. Ja, schön. 2 von 3 Matches habe ich in die Tasche geholt. Hätte ich nicht erwartet. Aber ja, hat der Algorithmus mir gegönnt nach 10 Kämpfen. Davor habe ich es nicht aufgenommen die ganze Zeit, weil das in einer Protophase war. Ich war ja mit... Ihr habt im ersten Match hier jetzt das schon gehört, wegen den Items. Oh, Rückenschmerz, lass bitte nach. Irgendein Nerv ist 100% eingeklemmt. Den müssen wir raushauen. In Didi. Okay. Standbrocke. Niedertracht. Ne, wir machen eine Schallwelle. Kommt auch 100% in den Spotlight. Ein Rundumschutz, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ich bin mit beiden darauf zugegangen. Ärgerlich. Ärgerlich. Jetzt muss ich das Match noch eine Runde länger spielen. Es tut mir sehr leid. Verlass, Freunde. Okay, Outer Zorak raus. Okay, wir gift ihm. Lokraut. Kann das Ding Hausbruch oder was? Ich hab fast Panik. Standbauke. Gifthieb. Jetzt kommt ein Spotlight. Yeah, wenn jetzt der Hausbruch kommt. Kein Hagel. Niemand schreckt zurück. Sehr schön. Okay, jetzt will er mit Steinhagel mir mal einen reindrücken. Ja, tanken beide, easy. Ja, gut. Ja, ich weiß nicht, ob der Ränkeschmied wirklich Sinn macht. Trotz Ränkeschmied macht er gar nichts. Das enttäuscht mich ein bisschen mit Griffeldes. Aber ja, eine Wand ist da auf jeden Fall. Ja gut, jetzt kannst du auch nichts mehr ausrichten, mein Freund. Abonnieren, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Team Teams. Kuss geht raus. Mua.